Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vectorcam TV und einem Anwendertipp in dem Modul Fräsen Features. Das hier vorliegende Bauteil wurde bereits geschrubbt und geschlichtet und soll entgratet werden. Dafür bringe ich es einmal in Position und wähle als erstes die zu entgratenden Flächen an. Danach wechsle ich in den Reiter 3D Cut und lege mit Hilfe der Funktion Randkurven zweidimensionale Konturen an den angewählten Flächen an. Diese lege ich in einen Layer, dem ich den Namen Randkurven gebe und vergrößere die Linienbreite etwas, damit ich sie besser am Bauteil erkenne. So, ich gehe von Ebene zu Ebene vor und selektiere als erstes die Randkurven an diesen beiden Stegen. Danach wechsle ich in den Reiter Fräsen Features und aktiviere die Funktion Entgraten. Den hiermit geöffneten Dialog gehe ich der Reihe nach durch. Als erstes wähle ich ein Werkzeug, ich nehme einen 6er Phasenfräser und bestätige mit OK. Die Phasenbreite soll 0,2 mm betragen, die Zustelltiefe meines Werkzeugs minus 1,5 mm, die minimale Entgratlänge lege ich auf 1 mm, ich möchte im Gleichlauf arbeiten, bestätige mit OK und lasse ihn rechnen. Da diese beiden Stege frei sind, wird das Werkzeug keine Schwierigkeiten haben, sie zu entgraten. So, ich wähle die Randkurven ab, deaktiviere den Job und widme mich der nächsten Ebene. Hier sieht die Sache etwas anders aus. Ich selektiere erst einmal die Randkurven. Wenn ich das Bild etwas drehe, sehen wir, dass links und rechts an den Konturen Störkanten vorhanden sind, an denen das Werkzeug kollidieren könnte. Für solche Fälle verfügt die Funktion Entgraten über eine Kollisionskontrolle. Wenn ich jetzt bestätige, sehen wir, dass meine Werkzeugbahnen so errechnet werden, dass diese Störkanten umfahren bzw. vermieden werden. So, ich wähle die Randkurven in der dritten Ebene, wo ich ein ähnliches Problem haben werde, da an den Wandflächen diverse Störkanten vorhanden sind. Aber auch hier wird das System die Werkzeugwege so errechnen, dass die kollisionsgefährdeten Bereiche umfahren werden. Als letztes wähle ich die Randkurven in der vierten Ebene an, wo es allerdings keine Probleme mehr geben sollte, da sämtliche Konturen frei sind. Danach aktiviere ich mein komplettes Programm und sehe mir das Ganze in der Simulation an.